Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal Kallis Cookinwood. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich einen Hackfleisch-Förstertopf mache, das Ganze im Dutch Oven und wie das geht und was ich verwende, seht ihr nach dem Intro. Folgende Zutaten benötigen wir. Komm mal bitte ran. Hierzu verwende ich heute Champignons, Rinderhackfleisch. An Gewürzen haben wir hier Paprika edelsüß, Muskat, geräuchertes Paprika, Salz, braunen Zucker und Pfeffer. Petersilie, Frühlingszwiebel, Tomatenmark, eine Gemüsezwiebel und Knoblauch, Rinderfond, naturtrüben Apfelsaft, Sahne und Penne-Nudeln. Und wie immer, alle Zutaten kommen in die Videobeschreibung und los geht's. Habt ihr eigentlich meinen Kanal schon abonniert? Wenn nicht, dann macht das mal bitte. Unten die Glocke an, dann werdet ihr jeden Freitag 18 Uhr informiert, wenn ich ein neues Video rausgebracht habe. Damit unterstützt ihr mich, damit stärkt ihr den Kanal und Dankeschön. Jetzt kommen wir zur Schnippelarbeit. Wir nehmen uns die Champignons und achteln sie uns. Die auch erstmal zur Seite, die Champignons. Jetzt kommen wir zur Gemüsezwiebel. Die nehmen wir uns, halbieren sie uns. Dann vierteln wir sie uns nochmal und schneiden uns einfach Streifen runter. Dann legen wir die Zwiebeln noch mal kurz zur Seite. Dann kommen wir auch schon zum Knoblauch. Den nehmen wir uns und hacken uns ihn einfach. Erstmal schneiden und dann hacken wir uns den. Den geben wir jetzt zu den Zwiebeln mit dazu. Jetzt geht es auch schon an den Dutch Oven. Ich benutze heute den Camchef Deluxe 10. Heizt ihn euch richtig gut vor. Jetzt geben wir ein bisschen Öl rein. Verteilen es einmal und geben direkt das Hackfleisch ein und braten es scharf an. Ab und an mal umrühren. Wenn es für euch die gewünschte Konsistenz erreicht hat, geben wir das Tomatenmark mit drauf und heben es mit unter. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr auch direkt die Zwiebeln und den Knoblauch mit draufgeben. Braten das ebenfalls mit an. Das braten wir jetzt so lange an, bis die Zwiebeln blasig sind und wir den Knoblauchgeruch in der Nase haben. Jetzt, wo der warme Knoblauchgeruch schön hochkommt, sind auch die Zwiebeln glasig. Jetzt geben wir den Apfelsaft mit drauf. Lassen den ordentlich Temperatur ziehen und ein bisschen einreduzieren.
Es gibt einen herrlichen Geschmack. Gelegentlich umrühren, dass der Apfelsaft schön Temperatur ziehen kann, sonst kann er sich nicht einreduzieren. Die Flüssigkeit ist fast weg, 1-2 Minuten werden wir noch benötigen. Jetzt, wo der Apfelsaft komplett einreduziert ist, hängt es auch an, dass der Zucker langsam karamellisiert, der im Apfelsaft drin ist. Unter ständigem Rühren jetzt nochmal 20 Sekunden. Dann können wir jetzt auch die Champignons mit drauf geben. Rühren ordentlich um. Jetzt braten wir uns die mit an, bis sie langsam einfallen und Wasser lassen. Jetzt, wo die Champignons Wasser lassen und sie auch eingefallen sind, können wir die Gewürze drauf geben. Rühren nochmal alles ordentlich durch. Geben jetzt direkt die Nudeln mit drauf. Heben die mit unter. Und geben jetzt den Rinderfond mit drauf. Alles gut umrühren. Die Nudeln werden noch Flüssigkeit ziehen. Geben wir gleich nochmal noch ein bisschen was drauf. Deckel geht drauf, wir lassen es erstmal 5 Minuten kochen. In der Zeit, wie wir es jetzt kochen lassen, kommen wir zur Petersilie und den Frühlingszwiebeln. Die nehmen wir uns und schneiden uns einfach klein. Dann ruhig nochmal drüber hacken. Fünf Minuten Kochzeit sind oben, wir gucken nochmal rein. Oh, riecht das lecker. Nochmal ordentlich umrühren. Jetzt kann noch die Sahne dazugegeben werden und untergehoben werden. Deckel rauf und so lange kochen lassen, bis die Nudeln durch sind. Die Nudeln sind durch. Jetzt geben wir die Petersilie und die Frühlingszwiebel noch mit drauf, heben es einmal noch runter, rühren es noch einmal um. Schau ich mal, wie schön schlotzig das ist. Das riecht lecker. Ich freue mich schon drauf. Es riecht richtig lecker. Das Beste zum Schluss, es geht ans Verkosten. Guck mal hier. Los geht's. Es riecht so herrlich. Mmh. Wow. Echt richtig lecker. Ich muss gleich nochmal. Mmh. Und heiß. Mein Fazit, gewürztechnisch perfekt abgepasst. Hier fehlt es an gar nichts. Die Nudeln sind genau richtig für mich, genau richtig weich. Kombination mit den Champignons und dem Hackfleisch. Einfach nur der Hammer. Den Apfelsaft, diese leichte Süße, die merkt man, ist richtig lecker. Ihr solltet es unbedingt nachmachen. Wenn ihr es nicht nachmacht, verpasst ihr was. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch. Abonniert mich auch sehr gerne, damit stärkt ihr den Kanal, damit unterstützt ihr mich. Schreibt gerne mal einen Kommentar unter das Video und danke. Wow, richtig lecker.